Fakt. Die ist auch voll im Gange, die muss man gar nicht fürchten. Wenn man sich ansieht, dass immer mehr Gebetsaktionen auf offener Straße stattfinden, das war lange Zeit in Potsdam so, wenn man sieht, dass Islamverbände immer mehr politische Forderungen stellen, dann ist eine Islamisierung im Gange. Erst kürzlich hat Claudia Roth von sich gegeben, dass man doch bitteschön Alkohol im Ramadan verbieten solle, weil das ein Beispiel von Toleranz sei. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Musterbeispiel von Islamisierung, wenn eine Spitzenpolitikerin einer deutschen Partei nun fordert, Alkohol im Ramadan zu verbieten. Also eine Islamisierung ist im vollen Gange und ich fordere die Bevölkerung dazu auf, das auch tatsächlich zu erkennen und zu sehen. Das ist keine Angst, das ist keine Furcht, das ist Fakt.